So, und herzlich willkommen zu der nächsten Folge. Was? Warframe? Es steht doch wieder ein bisschen eigentlich mit dem Titel. Die Game Default Aufnahme nimmt mir gerade noch das Warframe rein. Das ist, hey, Warframe. Nein, Warframe Spiel Let's Play ich ja nicht. Wir sind der eher in Minecraft unterwegs. Der Server hat sich in der Zeit, wo ich ein paar Warframe-Sachen an sich der Zeit wieder und dann musste ich doch wieder die Atlantis deaktivieren, weil es aus irgendwelchen Gründen immer wieder ein Problem mit Atlantis aktuell gibt. Es hottelt eigentlich hier und die ganze Abteil hier. Wenn ich hier was abbaue normal, das fällt in Weire eher wenig auf. Ah, das so fällt es halt auf, wie wild. Und das ist das Problem. So, dann wollen wir den jetzt mal pennen, dass wir wieder Tag haben, dass wir am Tag am Feld arbeiten. Und dann schalten wir auch wieder die Monster wieder an. Ich habe sie dann mal nämlich ausgemacht, weil eben war es ja auch Nacht, weil... So, dann schneide ich mal die Ho. Erst mit Anfang der Aufnahme in Nisdat.at. Toll. Die Melonen lassen wir einfach da, das Weizen ernten wir auch mal. Und dann ernten wir wieder alles mal. Und ich glaube, wir werden uns auch gleich mal begeben. Ich werde mal als kleine Zwischensache mal noch ein bisschen Zeug holen. Dass wir das Feld hier auch vollständig machen können. Die Fackel schon an der Ring. Aber dass wir aktuell mal Souls haben, dass wir auch das ganze Feld haben. So, dann machen wir mal wieder hier die Feldarbeit. Kann okay, ja sehen. Ja, was ist denn so die nächsten Schritte? Die werden zu formen. Wie er gesagt, wir gehen mal kurz Nähte holen, ein bisschen Souls hin, dass wir da das Feld vollständig anlegen können. So. Und was dann halt auch dann, was dann kommt sozusagen ja, ist ja jetzt, dass wir das andere, dass wir die Bäume ja wohl erstmal fällen dafür. Ich bin ja eine halbe Keule. Ja, bin ja welche nur dann, dass die Klasse gekocht sind. Dass wir dann da hinten alle Bäume nochmal fällen, weil dann wieder anpflanzen. Dass wir wohl hoffentlich genügend Holz haben in unseren unteren Etagen, dann an zu bedienen. Dass wir dann belangsam in unter den Etagen ja beginnen zum Aufbau, dass wir dort drinnen halt auch alles technische ins Wald reinkriegen, halt das Windcraft lassen wir erstmal noch hier oben. Fürs erste, bis ich da vielleicht diese, ich hab sie ja, also ich will jetzt vielleicht doch gleich dann wieder runter, das war, dass wir dann doch bald vielleicht sozusagen mit den, das mit den Maschinen sozusagen schon welche haben. Ich habe gesagt, ich mache hier eigentlich noch 15. 15 ist nur eigentlich hier noch 14 voll, aber was da ist, es wird eine kleine Änderung wohl geben. Ich werde wohl minimal noch ein paar mehr machen. Das gibt es ja wohl noch, die Zeit müsste noch ausreichen, um alle vollen zu machen. Nach dieser Aufnahmesession werde ich ja damit wohl beginnen. Und dann wird es halt wohl heißen, ob es sein, dass ich wohl Warframe vielleicht spiele oder sowas, was ich halt eigentlich allein spiele, wo es denn. Wenn ich hier und dann alles findet und läuft, wo viele sind. So. Machen wir mal das Platzfeld auch. Wenn wir mal Spinnenweben brauchen, haben wir hier dann genügend. So, das lassen wir jetzt mal so. Das mit Netherwarzen fangen wir gleich wieder an. Wollen wir uns vielleicht. Ah, ne. Hab jetzt überlegt, ob ich mir jetzt mal vielleicht einen Trank bastle oder machen wir das schon anders. So. Das Zeug kommt jetzt erstmal alles da rein, das Weizen auch. So, wir der aktuellen Ausrüstung gehen jetzt mal kurz in den Nether, haben einen Platz. Fackel nach unten bitte.
Lasst aber ist, ich nehme mal ein bisschen Calls damit. Dass wir unser Portal im Nether können, wir ein bisschen safe einbauen, vielleicht auch. Und nicht mit Ravel. Wo ist Koppel? Koppel. Nein, wir machen jetzt keine Pompöse. Aus Marble. Weil an sich der Nähte hier von an sich, den halt von der privaten Abteil halt eher, kann man ja sozusagen so sein, ist aktuell eigentlich sehr pompös designt. Halt aus Marble und sowas. Ist halt auch sozusagen manuell in Cheat-Mode jetzt einfach mal, weil wir so gebaut worden jetzt. Weil es halt für die Öffentlichkeit ist. Sondern so, dass wir dann hier ja kein Problem mehr haben, dass wir da das Kapital uns mal ausgeschossen wird. Das sehen wir jetzt mal hier ein kleines Häuschen hier drumherum. Wir wollen jetzt keine große Nether-Festung bauen. Das wird vielleicht mal in einem anderen LP-Platz passieren. Scheiße, wie soll sein? Nervt doch. Ja, was haben wir denn? Wir sind ja auf Jagd auf Souls hin. Ich hab's ja erwähnt, dass wir vielleicht im anderen das vielleicht nochmal haben, sozusagen. Anderen Let's Plays. Vielleicht gibt's auch mal, aber da weiß ich sozusagen nicht. Ah, nee. Wenn wir das vielleicht machen, dann sehe ich, hab sicher vielleicht schon mal von After Humans hier gehört. Wenn ich davon das nochmal noch finde, jetzt halt ein Ticket Launcher, die zwei Sachen, da geht's nicht mehr anscheinend. Das muss ich mal gucken, wo es dann sonst noch gibt. Wenn vielleicht das hier fertig wäre, oder ein anderes Projekt mal, weil wir im Winter eh nicht weiter machen. Weil die Überlegung nach Watch Dogs in der Winter zu machen. Was? Wieso folgt ihr mich da eine? Tschüss! Aus. Wer hat die Zombies angegriffen? Ich rede hier von sicherer Festung beim Portal, nicht dass sie das Sineta, das Nether ausschießen, dann ohne Flyer-Zeug dastehen. Das hatten wir nämlich mal, wo dann das Nether ausgeschossen wurde, keiner hatte ein Feuerzeug dabei. Das war das Problem, wie kriegen das Nether dann? Ich bin alleine auf dem Server, da hat kein anderer mehr mit da. Hab kein Pottuff. Oh, nimm Stoffi das auch. Ah, jetzt kein Pottuff, dass ich jetzt in diesen Zombie-Pigments oder was auf die Nässe der Lide. Die wir auch nochmal vielleicht oder nee, das werden wir vielleicht aber nicht machen. Weil an sich. Na, ich hinte schon wieder in mir in das Zombie hier. An sich gibt's ja hier im Modpack den sogenannten Soul Shard. Mit dem man jede Art von Monstern als spawnern kann. Auch wenn sie an sich nicht in Minecraft an sich findbar sind. Aber das werden wir wohl eher nett machen. So lange wird das irgendwie nicht laufen, dass ich das wohl mache. Oder dass wir das machen. Weil er halt auf Jagd zu Pigments geht.
Was wir über Edit machen. Damit ging halt das Goldteile ja mal über andere Sachen halt, über die Queries dann, die wir dann errichten. Wo die dann, die Queries werden vielleicht dann speziell Query-Folgen gemacht. Nein, an sich hätte ich nicht auch mal gerne mal Bock auf einen an sich jetzt nicht hauptsächlich technisch basierten Let's Play. Weil jetzt auch nicht Galactic Designs, was wir auch noch auf die Liste vielleicht haben. Weil würde ich mir auch eigentlich von fast Vanilla Minecraft. Halt jetzt nur Vanilla, nee. Da brauche ich schon noch irgendwas anderes. Auf jeden Fall auch noch Shader, weil ohne. Ist halt in der Version, habe ich jetzt keinen, weil der Shader in der Version noch ziemlich buggy war. Was ich eigentlich auch nur will, ich hatte in der Version natürlich eigentlich auch noch nie Shader, aber man hat es halt gehört aus manchen LPs. Und ihr habt schon unseren Lieblingsfreund den Ghast gehört. Der sich irgendwo da hinten rumtummelt. Baufehler. Ja, was vergessen zu bauen. Was? Tschüss! Man muss sagen, wo wird das hatten? Uns dann mal das nächste Mal ausgeschossen wurde, hatten wir aber sonst die Möglichkeit, vielleicht das Portal noch anzuziehen, weil wir ja den einfach so verschiedene Mods zusammengeschmissen hatten. Und das ja, das war dann auch der Tura-Mod war dabei, der ja auch sozusagen noch andere Bäume hinzufügte. Wie halt auch der Lehmann neulich, der Manu ja erwähnt hat, dass wir sozusagen mal einen Spielstand. Und er hatte das oder? Ne, das war glaube ich außerhalb der Folgen. Hatten ja, wir haben, das ist ja nicht der erste Anlauf, es sind drei oder fünf oder mehr Anläufe, die wir in verschiedenen FeeDeBeast Ultimate Maps haben. Weil wir manchmal neu angefangen haben oder so. Verschiedene drin, DX und Z. Ich kann es vielleicht auch mal ein bisschen. An sich haben wir halt sozusagen, was es halt auch wieder sozusagen gab, das Problem, das ist sozusagen hier. Ist ein bei mir im Keller sozusagen am meisten immer gebrunnen hat. Aha! Da schießt er schon. Ich hätte doch mehr mit ihm sein. Ich habe kein Bogen. Nein, ich werde den jetzt nicht abschalten, dass ich hier keinen Gast mehr habe. Das habe ich nur bei dem Pit zum gemacht, der mich aus irgendwelchen Gründen angegriffen hat. Weil eigentlich greift er doch eigentlich noch nur die Person an, die ihn angegriffen hat. Ja, mal gucken, wie ich die Folge nenne. Mal wieder gestorben. Zweimal in einer Folge. So, jetzt haben wir das schon mal einigermaßen safe hier wohl. Einigermaßen safe, wir haben hier in den Nitter ja nur noch das Loch. Ich werde jetzt mal kurz noch ein bisschen was Eisen holen und Iron Bars basteln. Dass wir das wohl. Und ich werde hier mal kurz mitgehen. Schön, dass es eigentlich klappt, dass unsere Weapons wieder alle da sind. Aber wenn sie ehrlich nur mit der Minecraft-Hauptdatei rumliegen. Wundert einen, dass sie das da was zu tun hat miteinander. Ich meine, weil an sich sind es ja zwei verschiedene Ordner Minecraft. So. Verdammt, jetzt mir. Das ist nicht ausreichend, glaube ich. Nehmen wir mal hier das Deck von halben. Und ich hoffe, wir kriegen das will eigentlich auch natürlich schneller, wenn alles uns gefällt. Da müssen wir noch Senna. Ja, das müssten wir mal. Vielleicht mal wirklich mal gucken, sonst.
zu. Der Knast. Nein. Wollen Sie sich töten? Aber ich meine, das hier läuft ja noch ein bisschen auf jeden Fall. Das Video ist eigentlich mit Let's Play. Ja, ich rede mit Zeffen laufen und so und das. Aber was ich da noch nicht genau von uns reden sollte. Ich bin halt allein. Ich hab wieder so ein Wow, wenn wir zu wert sind, haben wir auch nicht unbedingt mehr Team parat. Die Sache ist, den ist der Gast. Jetzt will ich hier irgendwo Soul Z finden. Aber das ist eine andere Richtung. Oder nicht in der Richtung der Lava. Was ist das jetzt? Da hinten. Das ist ja nicht weg. Schaut mal, ob es hier vielleicht in der Nähe noch mal gibt. Da ist die Festung, das können wir uns merken. Die sehen relativ gut den Cobblestone-Kasten aktuell. Wäh. Jetzt ein bisschen Feuer. Einen falschen Schlag und ich widme ins Turm alle. Okay, Feuerwehr spielen. Mal uns mal wieder den halt den Grund, warum die Nether Festung eigentlich jetzt diesmal. Man sich stand sie ja schon. Die hat sich dann an der Nether zehnmal wieder resettet, wie ihr gerade seht. Wir waren ja schon mal eigentlich im Nether. Hatten jetzt in der Drops den vielleicht schnell auf andere Sachen wohl gestoßen. Da ist auch nichts. Aha, ne, nee, da fest dann da vorne. Da steht aber da vorne runter. Na, mal ein Herz mitnehmen? Nein, immer nicht. Kommen meistens die Zombie-Pigments, habe ich das auch schon mal. Ist öfteres dabei. Jetzt hat er Diamant. Außer den Feuer. Hab ich nicht. Toll! Ja, schon wieder. Da hinten. Wie hier ist schon der Soul Sand, in dem ich hier bin. Lass mich in Ruhe. Ich wollte dir noch ein bisschen von den Soul Sand mitnehmen. Ohne das für irgendwas. Ich hoffe nicht. Oder? Ne, das ist ja glaube ich eh ne so. Also könnte man sich dann eigentlich auch da mal überlegen, wenn man das einmal schon mal so gemacht hat. Weil an sich die natürlich der Manu und der Jona, mit denen wir an sich sozusagen ja auch vorhatte, sozusagen, dass wir das in Abwechslung halt sozusagen machen mit Plantation und so, die haben wir hier vorgestellt, ob das wir mal, wo das für mich halt das erste Mal sozusagen das Apokalypse-Plugin verwenden, halt auch mit ein paar Mods natürlich, nicht nur der Default, das ist sehr langweilig. Ihr spielt schon zu lange dafür. Ich meine, da nehmen wir auch mal was ein. An sich hat der Jona sozusagen diese Test-Demo anscheinend von Minecraft mal gespielt. Wo man dann anscheinend wohl in dieser Zeit Minecraft spielen kann. Ich hatte von denen noch nie was gehört, fand ich davor. Und ich selber, meine Schwestern haben das ja sozusagen organisiert, sozusagen, mit dem Minecraft-Kauf. Meine Schwestern haben teilweise auch Flutter sind halt, als meine Mutter. Und die haben es ja sozusagen ja gemacht, und ich hatte ja von Minecraft an sich schon direkt nichts hier mit Testsache da. War dann sicher sozusagen, dass ich das wollte, das Spiel. Hat halt angeschickt, sozusagen in die Simulation zu schauen. Passt das? Ja.
So, haben wir unser Soul Sand Feld. Weil das ist ja eigentlich ja auch schöne Sache. Was aber ist an sich für meine älteste Schwester, die Karin. Ist ja so, dass der Niklas, ihr Sohn, so manchmal auch sozusagen mit hier so gespielt hat, mit einem schon mal halt auf der Xbox sozusagen oder auf dem Rechner, wo ich immer im Rechner spielen lassen wollte. Fand das ein bisschen unschön problematisch. Ein bisschen kompliziert ist für ihn halt. Ich meine, ich müsste das doch wissen, ja, der ist 8. Das ist am 10. Da war ich 10, oder geboren wurde. Die wachsen auf wie die Pest. Nein. Was mir auch einfällt, wenn es wieder noch eine Zutat würde uns fehlen, dann haben wir eigentlich alles ja in der kleinen Farm. Oder brauchen wir die überhaupt? Ich rede über die Cookies, über die Kakaobohnen. Wenn, dann passen sie hier nicht mehr rein. Sie werden. Da, hier lang? Nee, sieht doof aus. Wenn man sie hier lang ziehen würde. Oder wir machen sie einfach hier vor. Hier so ein Tower. Ja, automatisch. Automatisch oder. Dass wir halt die hier sozusagen hier. Da so vielleicht oder hier so. Oder überhaupt nicht, weil nicht Cookies bringen nicht so viel wie den Brot. Na, da ist schon eins fertig. So, Soul Sand ist ausgebraten. Können wir eigentlich mit euch noch irgendwas anderes anstellen? Einfach mal aus der Reihe gucken wir mal. Mhm. Aha, Blast Fairness Bricks. Das war das. Ich brauche da. Infernet Brick. Mhm. Interessant. Was ist das? Ah, okay, Soul Film. Mhm. Mhm. Okay. Nicht so viel. Lehne den mal auf meine Kiste. Und den Rest koppel das da rein. Der passt da nicht rein, der Marvel. Der hat keine Diebster. Die Netherpricks kommen da rein. Die Netherwarts sind da rein. Der Goldnugget hier rein. Die Wabbertwister wieder raus. Und dann, wie viele letzte haben wir? Zwei, die werden nicht ausreichen. Wir brauchen mehr. Hier sind die Green Saphir drinne. Also machen wir mal die Axt. Und was sollte das auch da werden immer? Sollte. Aber ich meine, deshalb bin ich jetzt gar nicht näher drauf. Wenn ich mit den beiden mache, habe ich ja auch vor, dass wir sozusagen Apizel und Age of Empires oder so. Aber weißt du was? Das erfahrt ihr wohl, was ich davon. Ich meine, da quatschen wollte sozusagen in der nächsten Folge erst. Weil wir sind mal wieder am Ende der Folge angelangt. Das nennen wir schon eine lange Zeit. So. Jeder, der sich dafür beschwert hat. Aber jetzt noch viele sind. Aber ich werde ja sehen, ob sich jemand darüber beschwert. Weil Asymmetrie ist halt, wo wir das Haus halt nicht mal verändert haben. Aber was ich wohl davon labern wollte, seht ihr wohl in der nächsten Folge. Also, aber dann, bis zum nächsten Mal. Ciao. We'll be right back.